Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen bei Schönheit TV und zurück zur Aktion Kleiner Pilzling, große Illusion. Heute Phase 3 und zwar Klick-Klack macht die Maschine. Wir gehen zum Auftrag und gucken mal, mit wem wir uns diesmal rumschlagen dürfen. Letztes Mal war es ja Igine oder so. Scheint immer noch Igine zu sein. Schauen wir mal. Nach einer Weile seid du und Paimon wieder am Stand von Kleiner Pilzling, große Illusion. Oh, na die. Die Soka, okay. Hallo Zwillingssterne der Weisheit und Tapferkeit. Ihr seid wieder da, um Kleiner Pilzling, große Illusion zu spielen. Igine hat den Befehl bekommen und kehrt erstmal zur Maison Gardinage zurück. Also werde ich jetzt gegen euch spielen. Soka, du bist zurück. Paimon war schon wahnsinnig überrascht, als Paimon das letzte Mal mit Hania gesehen hat. Aber du übertreibst es noch mehr. Paimon findet, dass dein Outfit sogar etwas zu energetisch ist. Voller Energie zu stecken ist eine gute Sache. Ich habe noch eine Menge Arbeit zu erledigen. Ich kann es mir leider nicht erlauben, dass mir frühzeitig die Puste ausgeht. Es ist wie beim Schwingen einer Axt. Man muss ein Problem nach dem anderen wegschlagen. Wie läuft die Handlung mit dem Dampfvogel? Der Plan macht stetig Fortschritte. Neuartige Veranstaltungen wie diese ziehen viel Aufmerksamkeit auf sich. Der Dampfvogel wird diese Gelegenheit sich nicht entgehen lassen. Wir haben zwar nicht die wichtigsten Seite der Zeitung bekommen, aber es ist dennoch offensichtlich, dass die Veranstaltung in letzter Zeit immer beliebter geworden ist. Ja, es gibt in letzter Zeit immer mehr Einwohner, die kleine Pilzling-große Illusion ausprobieren wollen. Viele Leute haben auch angefangen zu diskutieren, wie man die Pilzling-Truppe besser kombinieren soll, um das Spiel schneller zu gewinnen. Mir ist auch zu Ohren gekommen, dass alle auf der Suche nach goldener Meteorit und silberner Lotte sind, damit sie sich mit denen duellieren können, um zu sehen, wie echte Experten spielen. Ein Meister zeigt nicht einfach ganz beliebig sein Können. Wir werden sicher nicht verlieren, es sei denn, Hania und Soka spielen persönlich gegen uns, ihr zwei kennt unsere Taktiken schon sehr gut. Nur ein Spiel zwischen uns kann ein Spiel auf höchstem strategischen Niveau bezeichnet werden. Genug jetzt mit dem Gerede, wie wäre es, wenn wir uns ein freundschaftliches Duell austragen? Wenn man sich genauer überlegt, war das letzte Mal, als wir ein direktes Duell bestritten haben, bei der ersten Nilotpala-Lotus-Zähmermeisterschaft. Damals hast du mich so leicht besiegt. Ich werde sogar ein wenig nostalgisch, seitdem haben Hania und ich viele Dinge und Veränderungen erlebt. Euch ging es bestimmt genauso. Aber ich kann immer noch den Mut und die Kühnheit in euch sehen, so stark und klar wie ein Kristall. Das allein war für uns Grund genug, nach der Vorbereitung für das Theater der Pilze für dich zu arbeiten. Ich glaube wirklich, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben. Soka, warum schweigst du plötzlich in Erinnerung? Ist das etwas, das Schriftsteller immer tun? Auch ich vermisse die guten alten Zeiten. Jawohl, das hast du schön gesagt. Dann pass mal gut auf. Als einer der Schöpfer des Spiels habe ich ein starkes letztes Ass im Ärmel vorbereitet. Sollen wir das nutzen, Soka? Richtig, ich werde das Spiel in Gang bringen und dann wird Hania starke Gegner gegen euch anführen. Präsentiert bitte ein höchst spannendes Spiel. Dann lass uns beginnen, Goldene Meteorit und Silberner Satellit. In Ordnung. Dein letztes Duell mit Hania ist schon länger her. Das macht Paimon auch ganz aufregend. Aber dieses Mal ist es ein reines Schwanzerspiel, also lasst uns einfach Spaß haben. Ja, bestimmt. Ihr werdet vernichtet. Oder so. So, also wir haben hier ganz viele Runenmaschine. Ich glaube, diesmal wird es nicht so leicht. Jeden besiegenden Gegner stellst du einen Wunderglibber wieder her. Supraleiter. Pilzen durch Supraleiter und Überladen verursachten Schaden. Supraleiter. Ich kann das machen. Supraleiter. Das könnte den Supraleiter auslösen. Überladen wird schwierig, aber ja, mit Feuer und ja, geht. Okay. Frost möchte ich jetzt nicht reinbringen. Egal, ich probiere es mal so. Gucken, was ich da alles abwehren muss. Beraterin für Spieleentwicklung.
Okay, die Runde noch einigermaßen. Natürlich kriege ich hier nicht so richtig viel Wunderglibber zusammen. Das könnte jetzt mit der Zeit ein bisschen knapp werden. Guck ich mal. Habe ich einen verloren? Nein. Okay, da ist was Gutes passiert. Wunderglibber unzureichend. Supra Wuchs. Ja. Okay, hat noch gepasst. Okay. War noch unter 150 Sekunden. Nicht mehr als 250 Sekunden. Okay. Gut, das war noch die einfache Version anscheinend. Aber jetzt kommt der Boss. Schattenmut. Klingling. Nicht er schon wieder. Ah, der ist schon so mal als Kopfzerbrechen bereitet. Okay, sollen wir das einsetzen? Okay, lass mal gucken. Schwarzer Schattenhut Klingelinken nutzt seine Schwertenergie, um Pilzlingen in einem bestimmten Bereich Schaden zuzufügen. Außerdem verwendet er Kavariminken, um sich über das Schlachtfeld zu bewegen. Außerdem Pilzlinge rechtzeitig zu zerstreuen und zu verhindern, dass zu viele von ihnen auf einmal getroffen werden, kannst du Linken auch provozieren, dass er einen Angriff aus dem Fall gegen seine Kavariminken durchführt. Damit ihm schwindelig wird. Verfällt der schwarze Schatten und Klingling in einen Schwindel, werden sämtliche Wunderglibber wiederhergestellt. Okay. Das muss ich also schaffen, ja. Dass er einen Angriff aus dem Fall gegen seine Kavariminken durchführt. Okay. Gegen seine eigenen Linken oder was? Was auch immer das ist. So, ja, hier habe ich keine richtigen Vorgaben, deswegen nehme ich mal Feuer und Wasser. Macht eigentlich immer gut Damage, dann muss ich mal gucken, ob das ausreicht. Wartungspersonal? Jetzt muss ich gucken, dass er. Okay. Dann schicke ich mal alle dahin. Okay, das hat aber funktioniert. Also, er hat jetzt alle meine getroffen, das ist korrekt, weil ich nicht wusste, wen er gerade anvisiert. Aber er hat auch seinen Linken getroffen. Und deswegen habe ich Wunderglibber wiederhergestellt bekommen, wie ich gerade gelesen habe, dass das so funktioniert. Und deswegen kann ich hier jetzt schön, habe ich das Wunderglibber direkt genutzt, um mich wieder zu heilen. Das war, glaube ich, gar keine so dumme Strategie. Ich hätte sie zwar nicht alle dahin packen müssen, aber da ich gerade nicht gecheckt habe, wen er targetet, habe ich das mal so gemacht und dann mich einfach geheilt. Das hat wunderbar funktioniert. Also dieser Klingenlinken ist einfach diese Versteinerung von sich selbst, die er wohl hinterlässt. Ja, nice. Das lief ja dann wie am Schnürchen. Wenn man natürlich alle diese Informationen vorher bekommt, dann kann man sich solche Strategien ausdenken. Okay. Wonderbra. Okay. Ja, die sind jetzt natürlich gestorben. In ihrem eigenen Spiel besiegt. Wir haben gewonnen. Die Pilzgefährten triumphieren.
Mit einer wirklich wunderbaren Strategie. Aber das war auch zu erwarten. Immerhin seid ihr der goldene Meteorit und der silberne Satellit. Euer Talent als Zähmer ist wirklich unvorstellbar. Selbst im Angesicht eines solchen Gegners lassen sich die Pilzgefährten unter eurer Führung nicht in die Knie zwingen. Ein Lob von Ania. Obwohl der große Schneeeber und Mago Genki schon vorher aufgetaucht sind, ist es immer noch sehr überraschend, dass du sogar den Klingenwelpen dabei hast. Soka, du stellst dich in der gegnerischen Formation wirklich ganz nach Belieben ein. Diese starken Gegner sind legendäre Kreaturen aus der Geschichte von Abenteurern aus der ganzen Welt. Ihr Ruhm ist weit über die Meere hergelangt und kann das Interesse von Spielern erwecken. Als eine Schriftstellerin mag ich auch die Situation, in den Figuren, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, ihre Kräfte messen. Bei dem Gedanken daran bin ich ganz aus dem Häuschen. Liebe Zwillingssterne der Weisheit und Tapferkeit, nun habt ihr alle Herausforderungen von kleiner bis in große Illusion gespielt. Wie findet ihr das Spiel? Ja, also. Zu wenig Herausforderungen, es gibt nicht genug zum Erleben. Ja, warum nicht? Ja, wir haben auch solche Kommentare erwartet. Es sieht so aus, als müssten wir für euch den nächste Aufwärmverrat schon mehr Inhalte vorbereiten. Zucker wird nach weiteren Materialien suchen und noch mehr starke und aufregende Gegner entwerfen, um kleiner Palizien große Illusionen noch interessanter zu machen und den Leuten hier das Spiel immer besser gefallen zu lassen. Auf diese Weise wird unser Förderer, der Fonter-Konzern, uns weiter mit gewaltigen finanziellen Mitteln unterstützen. Wenn wir genug finanzielle Mittel gesammelt haben, können wir wieder eine Veranstaltung in der Größenordnung von der Lilopala-Lotus-Meisterschaft durchführen. Nein, es wird eine noch größere Veranstaltung als die Lilopala-Lotus-Meisterschaft. Es wird beim Wettkampfsystem der Meisterschaft auch gewaltige Verbesserungen geben, um die Veranstaltung aufregend, lebendig und faszinierend zu machen. Allein beim Gedanken daran wird Paimon schon ganz aufgeregt. Sag mir einfach Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Das ist ein langfristiger Plan, daher muss man sich nicht so sehr um kurzfristige Fortschritte Sorgen machen. Durch die Anleitung von Zucker und Balfour ist mir auch eine mehr oder weniger qualifizierte Geschäftsfrau geworden. Natürlich kann ich euch nicht damit behelligen, euch persönlich um die Kleinigkeiten zu kümmern. Selbst wenn die Aufwärmveranstaltungen und die Geschäftsverhandlungen abgeschlossen sind, werde ich mit Zucker noch lange in Fontaine bleiben, um mit dem Pilzgefährten gemeinsam umherreisen. Wir wollen euch regelmäßig Briefe mit Berichten über die Situation der Pilzgefährten und den Fortschritt des Projekts schicken. Aber darüber brauchen wir eine Kontaktadresse, sonst können wir euch nicht erreichen, genau wie früher. Eine Kontaktadresse, den wir alle paar Tage aufsuchen. Perfekt. Dann werde ich euch beiden regelmäßig im Namen von Ania und den Pilzgefährten schreiben und berichten. Abgemacht. Aktuell ist kleiner Pilz in große Illusion immer noch sehr beliebt. Daher planen wir die Veranstaltung noch etwas länger fortzusetzen. Wenn ihr sonst nichts zu tun habt, könnt ihr herkommen, um das Spiel zu spielen. Sehr gut. Hehe, Paimon ist froh, dass Ania und Zucker und die Pilzgefährten diesmal nicht zu weit und zu lange unterwegs sein werden. Paimon freut sich schon sehr darauf und die nächste Zimmermeisterschaft wohl aussehen wird. Hihi. Ja, nice. Okay, also wird es wohl noch eine Zimmermeisterschaft geben, ne? Ich bin gespannt, wann das wohl passiert. Auf jeden Fall, jetzt haben wir erstmal diese Aktion abgeschlossen. Ich möchte darauf hinweisen, dass Thalxis Abenteuer heute abläuft. Falls ihr dieses Video noch vorher sehen solltet. Ja, gönnt euch die Belohnung noch schnell. Und ihr könnt alles ruhig durchklicken, wenn ihr das schnell machen wollt. Ihr könnt die Videos alle auf meinem Kanal nachschauen. Hauptsache, ihr gönnt euch noch die Belohnung. Das ist nämlich wichtig. Urgesteine sind immer wichtig. So. So, ich muss das mal langsam spielen. Ich schieb das immer so vor mir her, weil die Quests immer so lange dauern. Na gut. So. Hier zum Beispiel auch, sagt er mir, du hast die noch nicht abgeschlossen. Ja, ich weiß! So, des Weiteren gab es ja den Stream für 4.3 und wir dürfen uns auf viele neue Dings freuen. Und ja, ich habe die Coupon-Codes auch verpasst, was mich sehr stutzig gemacht hat, weil ich war, keine Ahnung, ein paar Stunden danach dran, aber dann waren die schon abgelaufen, also es war irgendwie doof. So, wir dürfen uns hier auf sie freuen. Und auf, wie hieß die gute Dame? Lass mich kurz gucken. Bevor ich jetzt Scheiße laber. Also wir haben einmal Navia, das ist
Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber die nette Frau mit der Muskete, Chevreuse, die kommt auch noch ins Spiel als Four-Star-Charakter. Ich weiß gar nicht, ob die hier drin angezeigt wird, aber ich glaube nicht. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt. Und für Navia können wir jetzt auch schon mal langsam poolen. Ich brauchte in diesem Banner nichts, deswegen habe ich hier schon einigermaßen gut Urgestein gesammelt. Und ich bin gespannt, ob ich da das 50-50 gewinne oder verliere. Und ob ich eine Chevreuse kriege, weil letztes Mal lief es ja leider mit der Fotografin Charlotte nicht so gut. Das war leider doof. Da habe ich irgendwie 50 Rolls oder so in den Banner gehauen und nicht eine Schale gekriegt. Aber jetzt haben wir ein bisschen was gesammelt. Und dann hoffen wir mal, dass Navia dabei rauskommt. Ich mache mir da nicht so viel Stress bei 4-Star-Charakteren, aber 5-Star-Charaktere wären schon ganz gut. Okay, meine lieben Freunde, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Und gönnt euch unbedingt die Urgesteine. Habt Spaß und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.